Willkommen zurück beim Auftanken. Ja, nachdem wir in der letzten Folge ja die erste Tankstation erledigt hatten und uns hier mit dem Karren über die Schlucht, Abgrund, was auch immer gezogen haben, müssen wir jetzt weiter Richtung zweite Tankstation. Werden wir uns auch gleich direkt hinbegeben. Kredits mitnehmen. Schön vorsichtig. Und der Ruhe. Das. Munition habe ich noch genug. Container. Flammenwerfer. Yay, Energieknoten. Nee, Stasopack. Faker. Faker. Speicherpunkt. Nehmen wir direkt mit. Komm. Feier. Da. Annehmen. Ja, ich will das auch mal überschreiben. Das macht die Kohle jetzt, glaube ich, nicht fett. Oh, was liegt da? Ein Schema für den Ripper. Inventar ist voll. Bäh. Nehmen wir ein Midi-Pack und nehmen das Schema mit. So, dann wieder hier der... Na. Ach, runterziehen. Haha. Klack. Tanksequenz aktiviert. Ausreichend Treibstoff, um Primärantrieb zu versorgen. Ole! Was immer Sie machen, es funktioniert, Isaac. Ich habe eine Treibstoffanzeige. Sie zeigt zwar nur ein Viertel an, aber es reicht, um wieder in den Orbit zu kommen, sobald Sie den Antrieb online haben. Ich dachte, ich hätte was gesehen. Oh. Okay. Wow. Ha, beide getroffen. Das Ganze in Ruhe zerlegen. Haben die jetzt so geschrien? Böse. Könnte man ja fast noch glauben, hier kommt irgendwas groß zu machen. Okay, da ist noch was. Besser mal nachladen. Irgendwo. Oder auch nicht. Na, doch nicht. Und ganz entspannt wieder rüberrödeln. Da. Wir fahren mit der Schwebebahn. Da. Ja. Lass mir das. Nicht mal Bordverpflegung gibt es hier. So ein Tasse Kaffee für 5 Euro. Oh, da ist was. Da läuft was. Nicht wegrennen, ich krieg die eh. Wurde, nicht wegrennen. Lacht da was? Nein. Da noch, nee, das war die erste Tankstation. Ja. Da hoch, alles klar. Ha. Kontrollraum. Schon wieder so dunkel. Ah, okay, jetzt sind wir. Om nom. Lecker! Ja. Also ich muss da rein, ne? Ja, aber ich sammle erstmal da hinten kurz den Container auf, beziehungsweise was im Container drin ist. Credits! Nehmen wir mit. Und wir werden jetzt wahrscheinlich hinter der Tür warten. Oder auch nicht. Was macht der da? Er macht gar nichts, erwartet. Geöffnet. Ja, dann macht er auf. Warum rennt's? Das war geskriptet, sonst wäre der jetzt schon tot. Wah. Haust du. Ab. Klick. So, den haben wir. Und den haben wir. Optimal. Geschmacksneutral. Ah, Panik. So, jetzt. Jetzt kann ich. Nein. Ja, Inventar ist voll. Ich will dich auch gar nicht haben. Ich will dich haben. Hier Munition. Oha. Nerv mich nicht. Nerv mich nicht. So. Nehmen wir halt hier die Munition mit. Geht doch. Speichern direkt nochmal ab. Ja. Immer auf Nummer sicher gehen. Komm, annehmen. Yep. Und dahin müssen wir lang. Sehr gut. In die Aufzug. Schwerkraftzentrifuge.
war das, glaube ich. Ja, ja, ja. So, da. Milpack Klein. Nein. War hier nicht ein Shop irgendwo? Da war ein Shop. Oh, kurz Inventar leer. Beziehungsweise einkaufen. So, Shop. Ja, Brennstoffflammenwerfer. Ripper. Gucken wir uns auch mal den Ripper an. Was ist denn das? Eine Industriekreissäge mit Fernsteuerung. Alles klar. Brauche ich dafür Munition? Egal. Also ich verkaufe erstmal einen Stasepack. Ja, ich bin sicher. Flammenwerfer lasse ich erstmal. Plasmaenergie haben wir noch genug. Ich nehme den Ripper mal mit. Ja. Ja. Und jetzt gucken wir mal, was er denn kann. Okay. Ja. Probieren wir den nochmal aus. Le Signore Ripper, aber erstmal wieder aufzufahren. Nee. Zum Glück gibt's hier keine Querschläger. Sonst hätte ich jetzt ein Problem. Nein. Ich mag es nicht. So, Warning. Okay. Noch ist hier nix. Looten! Komm. Jetzt habe ich nicht gesehen, was das war. Egal. Ich bin klein. Audiolog. Hier spricht Temple. Jetzt ist auch noch die Zentrifuge offline. Uns hängen 4 Millionen Tonnen Gestein am Arsch und ohne die Zentrifuge, die das Schiff im Gleichgewicht hält, wird der Gravitationsschlag uns runter zur Kolonie ziehen. Ich werde jetzt mal nachsehen, ob ich was reparieren kann. Wow, das ist eine Menge Gestein. Müssen wir da rein? Ich will da nicht rein. Eine Werkbank! Aber erstmal hier. Plasmaenergie. Plasmaenergie kann ich euch jetzt auch mit zuschmeißen. Können wir wieder. Inventar ist voll. Sehr gut. Was haben wir da? Strahlmunition brauche ich nicht. Werkbank brauche ich die. Habe ich überhaupt was zum Aufrüsten? Nee. Keine Energieknoten, also auch kein Grund für die Werkbank. Na? Dekontamination. Dekontaminationssequenz aktiviert. Bitte nicht bewegen. Okay. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Okay, da wartet schon was auf uns. Na, wo ist denn meine? Bring it on! Wo kommen sie? Ja. Wie cool ist das Ding denn? Ich kann die abschießen, kann die auf Distanz halten und kann damit dann die Viecher zerlegen. Wow. Schredder. Heftig. Die sind übertrieben. Cooles Ding. Ich steige jetzt trotzdem erstmal wieder auf meinen Cutter um, weil der mir einfach sympathischer ist. Ja, Medipacks brauchen wir nicht. Sequenz beendet. Vielen Dank für Ihre Geduld. Ja, immer gerne. Lass mich durch. Lass mich raus. Ich will hier raus. Was ist das? Ripperklingen. Inventar ist voll. Klasse. Grandios. Wo müssen wir hin? Wir müssen da hin. Jetzt gehen wir da hin. Das ist so meine grundsätzliche Spielweise. Ich gucke, in welche Richtung ich muss und gehe dann in die entgegengesetzte. Weil das... meistens, ne? Vorteile bringt, beziehungsweise ist irgendwas Verstecktes. Man hat auch mehr vom Spiel, finde ich, wenn man sich ein bisschen umguckt. Weil wenn man einfach nur stur durchrennt,
Hat man ein paar Stunden Spaß, aber man kennt die ganzen Secrets nicht. Was geht los da rein? Das gefällt mir gerade nicht so wirklich. Halbleiter! Inventar ist voll. Irgendwie muss ich mal was... So, was haben wir denn da? Ein Luftkanister. Brauche ich doch gar nicht. Brauche ich doch gar nicht benutzen. Kann ich nicht. Ich muss so irgendwie... Füllen wir mal die Stase auf. Da habe ich nämlich Platz für meinen Halbleiter. In Gold. Bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher, wofür das gut war. Ob das irgendwo für benutzt werden muss oder ob das einfach nur zu verkaufen war. Und wir haben eine Speicherstation. Überraschenderweise. Die wir auch direkt mitnehmen. 19, Kapitel 3. Das war nicht weit unten. Annehmen. Und weiter geht's. Dann haben wir da unten einen Luftkanister. Mittel. Inventar ist voll. Brauche ich nicht. Oh, was ist denn hier? Ach, das ist wieder die Schwerkraftzentrifuge. Ja. Warum muss ich denn hier machen? Ja, noch ein bisschen komplizierter den Weg. Wie geht's denn da? Das ist ein Aufzug. Aufzug brauche ich jetzt gerade nicht wirklich. Oh. Woher? Uah! Ein bisschen daneben gesprungen, mein Freund. Und dann da ist er. Ist. Nehmen wir den. Da noch irgendwo einer. Ich höre noch irgendwas zurück hier. Aber... Boah. Yay! Direkt gut erwischt. Müssen wir da hin? Da können wir da gerade nicht her. Hä? Ich bin verwirrt. Ich bin desorientiert. Springen wir einfach mal dahin. Das sieht vielversprechend aus. Eine Sauerstoffstation. Naja, gut. Habe ich schon mal eine Idee, was hier gleich passieren könnte. Ist er echt dahin? Springen wir doch mal. Durch die Leiche! Freediving. Und... Hüpp. Zentrifugenantrieb offline. Bitte bringen Sie das Generatormodul manuell an und kehren Sie dann zu dieser Station zurück. Okay. Verstanden. Ich glaube, das... Da vorne. Das müssen wir per Chinese ankuppeln. Jawohl. Und... ran da! Lass mich ran da, den sie will, ja. Ach! Er dreht sich zu schnell. Ja, er dreht sich zu schnell. Also... Generatormodul angebracht. Easy. Hatten wir jetzt noch ein Generatormodul? Ne, wir hatten zwei. Der dreht sich auch wieder zu schnell. Ach, nee. Aber erstmal. So, was? Haust du ab. Geht doch. So, nimm wieder Stase. Chinese. Generatormodul angebracht. Läuft. Zentrifugenantrieb wiederhergestellt. Irgendwo. Wow. Drecksack. Hau ab. Geht doch. Warum denn nicht gleich so? Habe ich die... Nee, angemacht habe ich die nur nicht. Das heißt, wo war der Schalter dafür? War der Schalter hier drüber? Hüpfen nochmal. Hüpfen. Und... Hüpf.
Jetzt die Schwerkraftzentrifuge. Gravitationsausgleich für die planetare Fracht wieder aufgebaut. Gravitation wiederhergestellt. Wo kam der jetzt her? Ach, und jetzt haben wir nämlich keinen Sauerstoff. Sehr gut. Sehr gut. Das war abzusehen. Wow! Okay. Sehr gut, Isaac. Die Zentrifuge und der Gyroantrieb sind beide stabil bei 100%. Verschwinden. Ah! Wir noch haben. Okay. Notiz an mich. Keine gute Idee. Ja. Aktiviert. Aktivieren wir wieder. Gravitationsausgleich für die planetare Fracht wieder aufgebaut. Gravitation wiederhergestellt. Eintritt ins Vakuum. Kann ich den per Stase bremsen? Gucken wir mal eben. Nein, anscheinend nicht. Sehr gut, Isaac. Die Zentrifuge und der Gyroantrieb sind beide stabil bei 100%. Verschwinden Sie da und konzentrieren Sie sich auf den Antrieb. Keine Ahnung, wie viel Zeit wir noch haben. Da muss jetzt entgegengesetzt rennen. Na klasse. Und Gegner kommen auch noch. Na gut, die Gegner sind eigentlich gar nicht das Problem. Mir macht diese Zentrifuge viel mehr Sorgen. Ah, weiter, schnell. Hui, tolle Aussicht. Hilfe! Oh, eine Sauerstoffstation. So, jetzt wollen wir nochmal eben auf die Zentrifuge, dass die nochmal rumkommt. Und weiter! Hilfe. Ja, genau. Ah, erstmal. Hahaha, Depp. Erwischt. Nee. Manchmal sind die Gegner so herrlich doof. Muss man gar nicht viel machen. Einfach nur warten, bis sie sich selber umlieben. So, jetzt erstmal raus hier aus dem Vakuum. Super klingen, Inventar sind wir noch. Ich muss da irgendwie mein Inventar aufstocken. Ja, gar nicht klar hier. So. Immer noch Vakuum? Komm, Tür zu. Ende des Vakuums. Danke. Ist mir noch ein bisschen angenehmer. So, und wieder safen. Ach, das wird, wir fangen jetzt mal oben wieder an. Überschreiben wir mal so langsam. Alle nehmen. Ja, nicht. Und weiter geht's. Super klingen. Moment, wo kam ich jetzt her? Ich hoffe, das war jetzt der richtige. Ja, alles klar, wunderbar. Was geht ab hier? Hilfe! Ich glaube, ich muss. Na, komm! Geht doch, meine Fresse! Ah! Ja, genau, die gab's ja auch noch. Nicht schön. Oh! Hilfe! So, also weiter geht's im Text. Wieder zurück Richtung. Was müssen wir eigentlich machen? Was ist unsere Aufgabe? Antriebe manuell zünden. Ja, wieder ab durch die Dekontamination. Ich hoffe, die warten jetzt nicht wieder hier. Nein, ich kann direkt durch. Optimal. So, der ist noch links abgehauen. Wow, und da ist er schon wieder. Ja. Aber nicht so simpel, mein Freund. Streng dich mal an hier. Und ab in den Aufzug. Isaac, hörst du mich? Ich bin's, Kendra. Sie haben mich angegriffen. Ich rannte um mein Leben. Und Hammond? Er verschwand einfach. Kendra? Wo sind Sie? Schön, dass Sie quick lebendig sind, Hammond. Ich habe mich im Serverraum verbarrikadiert. Ich kann hören, wie Sie sich draußen bewegen. Ich glaube, Sie wissen nicht, dass ich hier drin bin. Ich kann mich von hier aus in alles einloggen. Ich habe mich ins Root-Verzeichnis gehackt und einige Berichte aus der Kolonie gefunden. Schon bevor sie den Planeten angebaut haben, verbreitete sich diese Geistesschwäche unter den Kolonisten. Anscheinend hängt das mit einem Artefakt zusammen, das sie auf dem Planeten gefunden haben und das sie Marker nennen. Ich werde mich weiter umsehen. Ich weiß, wo du bist und werde die Tür zum Treibstoffdepot öffnen. Von dort aus kommst du weiter in die Antriebskammer. Ja, aber bevor wir uns weiter Richtung Treibstoffdepot und Antriebskammer vorarbeiten, machen wir erstmal Poisken und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, tschüss.